also meine liebe Thorsten, finde ich mich wirklich absolut sexy und sympathisch. Ja, das glaube ich wohl. Thorsten findet ja auch Saddam Hussein sympathisch. Jahrelang studiert, Auslandsaufenthalte und Praktika in den führenden Wirtschaftsetagen und wenn sie dann endlich fertig sind und ihr hochdotiertes Diplom in den Händen halten, ja, weinen sie plötzlich in Mitte 30 im Blach in der Welt sitzen zu müssen. Und dann geht der ganze anstudierte Intellekt den Bach runter. Ja, weil sie sich nur noch in der Blagensprache unterhalten. Kindgerecht und mundgeklappt. 5 Minuten, nachdem der Test positiv ausgeschlagen hatte, ja, da hob die sich schon vom Stuhl, als ob sie im 7. Monat schwanger wäre. Ich mach das mal kurz vor, passen Sie mal auf hier. Moment. Wissen die eigentlich, was das für ein Stress ist als Single? Ständig, ja. Da musste sie die Bikini-Zone rasieren und die Beine frisch rasieren. Könnte sich ja abends noch was ergeben, ne? Irgend so ein Kerl, ja. Ja, wissen Sie eigentlich, wie meine Schienbeine mittlerweile aussehen? Die sind so voller Narben, das kann sie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Ganz im Gegensatz übrigens zu den Damen, die den Ring schon am rechten Finger haben. Die haben sich nämlich so lange schon nicht mehr ihre Beine rasiert, dass die gar nicht wissen, dass da drunter Zellulite ist. Ja, ist doch wahr. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Lass dich mal anschauen. Gut siehst du aus. Ja. Zur Feier deiner Heimkehr habe ich Kekse gebacken. Kekse? Ja. Ja, weißt du, Zuckerschneckchen, heute wir brauchen etwas, was ist ein bisschen härter, weißt du, habe ich was Tolles mitgebracht, steht schon auf Tisch. So. Oh, sag bloß, du hast das leckere Getränk aus dem Osten wieder mitgebracht. Ja, natürlich. Uah. Pass auf, geht ganz einfach. Soll ich dir zeigen, wie? Ja, ja, steh auf. So, steh auf, machst du Beine breit auseinander. Gehst du in Hohlkreuz, ja, schön locker wippen lassen und dann lässt du einfach laufen, ohne zu schauen, wohin. Aber weißt du, was komisch ist? Ja, was denn? Du weißt doch, früher bei uns im Ostblock, ja, als noch Zeit war von eisernes Vorhang, ja, da war ja Emanzipation ganz groß geschrieben, ja, von wegen gleiches Recht für Mann und Frau. Nur bei Pipi machen in Stehen. Da hat Sozialismus versagt. Gleiches Recht für alle. Weg mit den männlichen Privilegien. Urinale auch für die Damentoiletten. Weg mit, setz dich hin bei Pipi machen Aufklebern. Weg mit selbstgehäkelten Klorollen. Männer, schließt euch uns an. Kämpft um euer Recht zu dürfen, zu wischen selber das Bad. Was das für eine 83 Jahre alte Frau bedeutet, was zu verstecken? Ich suche ja heute noch die Ostereier, die ich mir letztes Jahr versteckt habe. Es gab nur eine Verbindung mit 4-mal umsteigen. 4-mal umsteigen.
Das kann doch eine Frau von 83 Jahren nicht schocken. Habe ich immerhin 7 Kinder unter Schmerzen geboren. Ja? Was bedeutet denn da schon 4-mal umsteigen? Mich an. Ja, welcher war denn der mit meiner Fahrkarte? Die Schweißausbrüche begannen, die Brille rutschte und ich sah gar nichts mehr. Als ich wieder sehen konnte, war ich bei mir zu Hause. Und so ein lecker Kerlchen in so einer weißen Uniform war bei mir. Und deswegen bestellen Sie jetzt unter 0800 98 98 95 oder senden Sie eine SMS an 98 98 Fitness. Unter uns normalgewichtigen Frauen. Wer kann denn schon dünne Frauen leiden? Also ich ganz bestimmt nicht. Die sagen doch alle das Gleiche. Oh, ich kann essen, was ich will. Ich nehme gar nicht zu. Gott sei Dank habe ich ja meinen neuen Autopiloten. Frauenethische. Da ist sogar was für meine sexuelle Neigung dabei. Mit weiblicher Wamp-Ansage. Erotik Edition. Na, süße Maus, machen wir es uns gemütlich. Nimm den Gurt und fessle dich an den Sitz. Und dann nimm den Zündschlüssel und führe ihn tief in das Zündschloss. Aber es ist ja noch vor 22 Uhr. Also, Stimme weiblich, Normal Edition. Bitte Ziel eingeben. Bitte Ziel eingeben. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Bitte Uhrzeit eingeben. Wie bitte? Bitte Uhrzeit eingeben. Ich will zur Arbeit fahren und keinen Film an deinem Videorekorder programmieren. Bitte anschnallen, Motor starten, an der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ich sagte, rechts abbiegen. Das andere rechts, Brigitte. Das war mir jetzt zu kompliziert. Bitte eine frauenspezifische Wegbeschreibung. Okay, bei Quelle links rein und dann wieder links, wo früher der Tabakladen war, wo du immer deine Kippen gekauft hast. Am Briefkasten dann wieder links rein und dann in die Straße, wo dein Ex-Lover wohnt. Na geht doch. Damit kann ich was anfangen. Brigitte. Was? Brigitte, lass die Leute zufrieden. Die können nichts dafür, dass du sexuell frustriert bist. Komm wieder ins Auto.